Guten Abend und herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin Digital. Ich freue mich sehr, Sie heute zur Buchpräsentation von Hannes Steins neuem Roman Der Weltreporter begrüßen zu dürfen. Dieser Roman ist in diesem Jahr bei Galliani erschienen, aber Hannes Stein hat ihn schon weit vor 2020 begonnen, also vor dem Jahr, bevor die Pandemie startete. Und das ist geradezu prophetisch, denn auch sein Roman spielt mitten in einer Pandemie und handelt vom Reisen, das uns ja derzeit leider allen verwehrt ist. Ich freue mich sehr, dass er heute aus New York zugeschaltet ist und mit Jörg Thaddäus über seinen Roman, sein Leben in den USA und als Weltreporter zu sprechen. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei unseren Kooperationspartnern, dem Deutschen Haus at NYU und dem Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in New York. Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Spaß und einen schönen Abend. Das war ja schon toll, Frau Longolius. Vielen Dank. Hallo, Herr Stein. Wie schön, Sie zu sehen. Wir haben das ein bisschen vorher gemacht. Ich sage deswegen mal ganz herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Sie machen einen fidelen Eindruck. Es fehlen nur die Kerzen. Haben Sie schon welchen Kuchen? Nee, ist noch nicht bekommen. Ich habe noch keinen Geburtstagskuchen bekommen, nein. Ich darf auch gar nicht wissen, dass es den gibt. Das ist ein Staatsgeheimnis. Ein Staatsgeheimnis des kommenden amerikanischen Präsidenten, weil Ihr Sohn wird, wenn ich einem Interview des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2016 glauben darf, Herr Stein, amerikanischer Präsident, und zwar der erste jüdische Präsident der Vereinigten Staaten. Könnte er werden. Ich hoffe, er wird es nie. Es ist ein solch entsetzlicher Job. Er ist viel zu gut dafür. Sie sind tatsächlich 2017, glaube ich, aus Protest gegen die Wahl Donald Trumps aus der Republikanischen Partei ausgetreten. Wer ist jetzt 2016. Nicht an der Zeit? 2016 schon. 2016. Ja. Genau am Tag seiner Amtseinführung, am 20. Januar 2016. Aber könnten Sie nicht, ja. Müssten Sie nicht jetzt, ich meine, das ist, glaube ich, im Schriftsteller, das ist im Journalisten, der Sie sind, natürlich eigentlich nicht gemein, dass man sagt, ich werde mich jetzt konstruktiv beteiligen, aber muss nicht die Republikanische Partei jetzt neu aufgebaut werden und könnten Sie dabei nicht mitwirken, Herr Stein, oder sagen Sie, das ist dann doch ein bisschen zu viel? Ja, erstens ist es mir ein bisschen zu viel und zweitens hatte die Republikanische Partei ja gerade eine großartige Gelegenheit, sich von Trump loszusagen. Es hätten ja nur 17 republikanische Senatoren für das Impeachment für die Verurteilung im Impeachment stimmen müssen. Und tatsächlich waren es sieben. Sieben Namen, die ich übrigens alle sehr schätze, mit Romney und Ben Sasse und so. Aber die Republikanische Partei hat eigentlich diese Rampe weg vom Autoritarismus und weg von dieser ekelhaften rechtsradikalen Masche, die hat sie nicht genommen. Und da kann ich denen jetzt irgendwie auch nicht mehr helfen. Wenn ihr das so meint, Jungs, dann meint ihr es eben so. Wobei man dann aber dazu sagen muss, Herr Stein, ich möchte gleich, wenn wir das mal ganz zu Anfang nochmal zurückrollen, wo Sie begonnen haben, seit wann Sie Amerikaner sind und so, aber weil wir eben gerade an diesem Punkt tatsächlich sind. Würden Sie in eine deutsche Talkshow eingeladen, sind Ihre Überzeugungen immer noch so, dass man sagen würde, der Herr Stein steht für deutsche Verhältnisse ziemlich weit rechts, weil republikanische Überzeugungen macht das meiste aus deinem Leben, vertrauen nicht auf den Staat, wenn irgendwas dabei rauskommen soll, dann steckt es in dir selbst. Logischerweise muss man aus amerikanischer Sicht hier und da und dort auf der Welt auch mal eingreifen, wenn es da zu wild durcheinander geht. Das sind alles schon auch Überzeugungen, mit denen Sie sich nach wie vor identifizieren können. Ich bin sozialdemokratischer geworden. Das macht dieses Land mit einem. Also ich bin für Obamacare, ich bin für eine allgemeine Krankenversicherung. Ich glaube, dass wir nach dieser Pandemie sehr keynesianisch sein müssen und vielen Leuten helfen müssen, wieder einen Job zu finden. Ich bin sozialdemokratischer geworden. Allerdings muss man noch etwas dazu sagen, nämlich alles das, was Sie skizziert haben als Position der Republikanischen Partei, sind ja gar nicht mehr die Position der Republikanischen Partei. Sie waren mal für Free Trade, sie sind überhaupt nicht mehr für Free Trade, sondern für Protektionismus. Sie waren mal dafür, dass wir unsere Bündnisse stärken und uns außenpolitisch engagieren. Dafür sind sie ja gar nicht mehr.
das muss jetzt ja Joe Biden alles reparieren. Der muss jetzt ja eine Goodwill-Tour machen, wenn das geht, und sagen, wir müssen jetzt im Grunde die NATO nochmal neu beleben und so weiter. Also das hat sich ja so gedreht und so verändert. Und ich meine, wenn ich über mich selber nachdenke, meine politischen Überzeugungen sind grundsätzlich langweilig, oder? Ja, man kann aber mit langweiligen Positionen der Mitte im Moment zumindest in Deutschland schon skandalisieren. Wenn Sie jetzt sagen würden, ja, ich weiß nur, dass Kurt Beck, der ehemalige SPD-Vorsitzende, jemand, der bärtig und ungewaschen war und arbeitslos, der hat ihm gesagt, wasch dich, zieh dir was Anständiges an, findest du auch einen Job, das war ein Skandal damals schon. Und so könnte man das natürlich fortsetzen. Also das, was ich in den Vereinigten Staaten kennengelernt habe, glaub an dich selbst, hau rein, berge deine Qualitäten, und dass eine Gesellschaft auch so organisiert ist, dass man sagt, ich werde andere Leute immer unterstützen, ich werde immer sagen, genau, mach was, sei initiativ. Das ist ja längst nicht Common Sense in Deutschland. Das okay, kann sein. Wissen Sie, ich bin so weit weg aus Deutschland inzwischen, oder so lange, dass ich darüber gar nicht mehr nachdenke, was an meinen Positionen jetzt hier, also was an meinen Positionen in Deutschland skandalös wäre. Hier in Amerika gelte ich mittlerweile als linksradikal eher, weil ich bin für solche Sachen wie, ich bin eben für Obamacare. Damit bin ich eigentlich schon Mitglied der bolschewistischen Partei, die es hier natürlich nicht gibt. Aber was machen Sie eigentlich noch in New York? Weil Sie sind ja, wobei Sie sind noch zu jung. Also normalerweise müssten Sie sich doch. Danke. Müsste man sich doch, ich habe das mal miterlebt in Miami North Beach, da habe ich viele Leute, habe ich Chopped Liver zum ersten Mal kennengelernt, und What Am I to You, Chopped Liver. Müssten Sie sich nicht langsam ins Warme zurückziehen und sagen, so, jetzt bin ich hier, gut, in Florida lässt es sich linksradikal sein. Wissen Sie, in Miami Beach wohnt schon meine Schwiegermutter. Danke, das reicht. Jetzt, Sie sagen, haben es gerade jetzt selber angesprochen, Herr Stein, Sie haben in Deutschland studiert, in Hamburg Anglistik, Amerikanistik und Philosophie. Sie sind in Salzburg geboren, in München aufgewachsen. München spielt andersrum, auch in Ihrem andersrum. Buch. München geboren, Salzburg aufgewachsen. Viel Ach schlimmer. So, okay, gut. Ist schlimmer? Warum ist das schlimmer? Warum ist diese Richtung schlimmer? Warum? Weil Salzburg ein Nest ist. Im Unterschied zu München ist eine richtige Stadt, Salzburg ist ein Nest. Und weil als ich dort aufgewachsen bin in den 70er Jahren, war Salzburg noch eine sehr offen antisemitische, im Grunde auch fremdenfeindliche Stadt, was deswegen so lustig ist, weil sie ja vom Fremdenverkehr leben, aber heimlich hassen sie die Fremden. Also in meiner Kindheit habe ich es eigentlich so empfunden, dass Ausflüge nach München, was ja sehr in der Nähe von Salzburg liegt, damals waren das so ungefähr 2 Stunden mit dem Auto. Vielleicht geht das heute schneller, ich weiß es nicht. Die habe ich immer als sehr befreiend empfunden. Ne? In München, also ich habe sehr angenehme Erinnerungen an München. Ich bin mit meiner Mutter dann immer dort in einen englischen Buchladen gegangen, den ich noch vor Augen habe. Sehr hohe Buchregale aus helles Holz. Und dann haben wir dort so ungefähr einen Meter Bücher gekauft. Und dann haben wir uns damit in den englischen Garten gelegt. Meine Mutter und ich haben gelesen. Das ist so eine wirkliche Kindheitserinnerung an München. Also das sind eigentlich wirklich gute Erinnerungen. Ja. Mhm. Anders als an das Kaff Salzburg. Und dann jetzt haben Sie gerade gesagt, das war eine englische Buchhandlung in München. Hat das die Richtung vorgegeben? Weil ich meine, Sie leben heute als Amerikaner mittlerweile in den Vereinigten Staaten. Ja, ich bin Amerikaner. Mich interessiert so eine Zwischenstation, womöglich ist das eine Petitesse und ist für Sie gar nicht mehr so interessant, Herr Stein, aber Sie waren auch ein Jahr lang Lehrer in Schottland. Und jetzt gibt es, das ist im Weltreporter interessant, es gibt einmal die Klischeevorstellung, die man von diesem und jenem hat, und dann die Realität, also die Elite-Universitäten in England und die Red Brick Universities, von denen Sie im Buch schreiben. Ist das Ihr Aufenthalt als Gastlehrer in Schottland so sehr nah am Brave Fahrt gewesen? Also waren die Hügel da, die Highlands, der Whisky oder was? Wie war es? Oder war es mit Transporting? Nein, es war wunderbar. Ich habe das Einzige, wo ich völlig versagt habe, war in meinem eigentlichen Job als Lehrer für Deutsch. Denn die Schülerinnen waren so 14-, 15-jährige Mädchen und die sagten dann, oh, Mr. Steen, we don't want to learn bloody German, we always go to Spain for a holiday.
Also, Herr Stein, wir wollen dieses scheiß Deutsch nicht lernen. Wir fahren im Urlaub immer nach Spanien. Heute wüsste ich übrigens, was ich Ihnen entgegnen müsste. Ich müsste natürlich sagen, well, if you go to Spain for a holiday, you have to learn German because there are all those German tourists there. In Spanien trifft man die ganzen deutschen Touristen. Aber gut. Nein, es war so, wie Sie sagen. Es waren die Highlands, eine unglaubliche Wärme und Herzlichkeit bei der schottischen Bevölkerung. Ich habe mich mit einem älteren Ehepaar angefreundet, die mich durch sämtliche Whisky-Sorten durchprobieren ließen. Ich fing an mit Glenmorangie und bin mittlerweile mehr bei den rauchigen Islay Whiskys, die so richtig schön nach Torf schmecken. Und ich habe dort natürlich in Schottland auch was verstanden, was ich vorher nicht wusste. Nämlich, dass Schottland, das ja immer ärmer war als England, das Land der Aufklärung war. Dass Schottland eben eine eigene aufklärerische Tradition hat, die mindestens so wichtig ist wie die französische Aufklärung, eigentlich vielleicht noch wichtiger, weil sie mehr empirisch war, weniger ideologisch. Die schottische Aufklärung sagt eben, schauen wir uns das an, was ist, und beschreiben wir das und versuchen wir daraus Schlüsse zu ziehen. Also einer der berühmtesten Leute natürlich aus der schottischen Aufklärung war Adam Smith, der große Wirtschaftstheoretiker, der als erster versucht hat zu kapieren, was eine Marktwirtschaft eigentlich ist und wie sie funktioniert. Und hat Ihnen das auch bewiesen, womöglich wussten Sie es auch vorher schon, hat Ihnen das bewiesen, dass ein Leben im englischsprachigen Ausland für Sie genauso lebenswert ist wie in der Umgebung Ihrer Muttersprache, also in Deutschland oder Österreich? Naja, also die Sache mit Amerika war doch mal der andere. Ich habe einen kleinen Bruder, der hat Amerika lange vor mir entdeckt. Der ist hier mit Greyhounds rumgedüst. Da war ich noch, also ich war immer anglophil, das liegt bei uns aber auch in der Familie. Mein Vater, den ich nie kennengelernt habe, weil er von meiner Geburt gestorben ist, war anglophil. Meine Mutter war anglophil. Ich bin wirklich sehr mit englischer oder sagen wir genauer britischer Literatur und Kultur groß geworden. Insofern war das auch sehr logisch, dass ich dann Anglistik studiert habe. Amerika habe ich eigentlich entdeckt nach 9/11. 9/11 habe ich sehr persönlich genommen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nie in New York war, aber ich fand, das ist irgendwie ein Angriff, so, ich meine, das ist jetzt arrogant oder so, aber ich empfand das ein bisschen als Angriff auf mich. Ich meine, ich habe niemanden verloren, in diesem Sinne ist es arrogant. Aber ich fand das dermaßen gemein. Ich fand das so gemein, diesen Angriff. Und danach habe ich gesagt, okay, jetzt will ich Amerika erkunden. Dann ergab es sich auch so, dass ich dann eine amerikanische Freundin hatte, wie das so ist, aus Atlanta, Georgia. Und das heißt, ich war als erstes in Atlanta, Georgia, und das hat mir sehr gefallen. Mir hat alles gefallen. Mir haben Bars mit Rhythm and Blues gefallen. Mir hat das Martin Luther King Memorial gefallen. Und dann war ich eben 2003 das erste Mal in New York City. Und ich erinnere mich noch, mich hat ein Taxifahrer zu meinem Hotel gefahren, der hatte so einen Stalin-Schnurrbart und sprach mit einem rumänischen Akzent und sagte, my friend, New York is the greatest city in the world. Und ich habe festgestellt, dass er recht hatte. Mein Freund mit dem Stalin-Schnurrbart hatte recht. Ich habe mich am Times Square hingestellt bei meinem ersten Mal und habe 2,5 Stunden lang nur geschaut auf die Leute, die da an einem vorbeikommen. Und das hat mir hat von Anfang an gefallen, dieses tolle Gemisch aus Völkern und Religionen. Mir hat die amerikanische Zivilreligion gefallen. Und natürlich habe ich sowieso einen pro-amerikanischen Knall schon immer, einfach aus dem Bewusstsein heraus, dass diese Leute Europa von den Nazis befreit haben. Also es ist bis heute für mich nicht möglich, Bilder von der Landung in der Normandie zu sehen, ohne in Tränen auszubrechen. Aus purer Dankbarkeit. Mhm.
Was macht denn die Stadt für Sie, für Stadt New York, für Sie heute so großartig? Weil New York ist ja jetzt, hat ja in dieser, am Anfang, vor allem in dieser Corona-Pandemie, dann tatsächlich auch wieder eine besondere Art von Aufsehen erregt, weil Ja. es so schlimm war, weil das die Stadt so hart getroffen hat. Hier in Berlin stehen Werbeplakate, die sagen, New York City misses you too. Also, Ja. dass wir Touristen in New York vermisst würden. Eine Freundin, die in New York lebt, sagt mir, sie hätte endlich mal Robert De Niro joggen sehen, weil die New Yorker jetzt unter sich sind. Ist das auch Ihr Eindruck im Moment, Herr Stein? Naja, also im März, April war New York ja die Covid Capital of the World. Also wir haben ja auch irgendwas wie zwischen, ich glaube, 30 und 40.000 Toten. Die Toten, also nicht weit von wo wir hier wohnen, ist Hart Island. Auf Hart Island ist Potter's Field. Potter's Field ist der Armenfriedhof seit dem 19. Jahrhundert. Und am Anfang haben sie dort die Toten, die Covid-Toten beerdigt. Immer zwei Särge voreinander gestellt und dann drei übereinander gestapelt in Gräben, die von, wie sagt man, diesen Raupenbaggern ausgehoben wurden. Und das war fürchterlich natürlich. Ich meine, wir sind in einer privilegierten Position, wir sind relativ reich, wir haben ein Haus, wir konnten uns abschirmen, aber es war schon, ich weiß nicht, wie es war, es war fürchterlich, es war beängstigend und fürchterlich und es war natürlich auch. Aber es war nicht ein Moment, wo ich mich irgendwie emotional von New York verabschiedet hätte. Im Gegenteil, das war der Moment, wo ich vielleicht mehr zum New Yorker geworden bin, als ich es vorher je gewesen bin. Das ist meine Stadt und meine Stadt hat gelitten. Jetzt gibt es in diesem Jahr das 20., den 20. Jahrestag des Anschlags auf das World Trade Center und Pentagon in Washington, also auf den 20. Jahrestag von 9/11. Wird das für Sie, für Ihre Arbeit, Herr Stein, eine Rolle spielen oder ist das einfach nur der private Herr Stein, der daran Anteil nehmen wird? Das weiß ich doch nicht. Vielleicht will meine Zeitung was von mir darüber haben. Aber ich meine, was ich nur jedem empfehlen kann, der mal nach New York kommt, ist, sich die Zeit zu nehmen, um dorthin zu fahren. Also ich finde das 9/11 Memorial, wo sie die Umrisse der beiden Häuser nachgebildet haben und diesen ewigen Wasserfall gemacht haben, der dort nach unten stürzt, das finde ich sehr gelungen und auch ergreifend. Und auch das Museum ist sehr ergreifend, wobei ich es immer nicht aushalte. Was ich nicht mehr aushalte, seit ich Vater geworden bin, ist alles mit Kindern. Und sie haben dort eben den Strampelanzug von einem Baby, das in einem von den Flugzeugen war. Und dann muss ich immer raus. Okay, wir haben jetzt mit dem Covid-Sache tatsächlich auch schon die Brücke gebaut. Ich will noch mal eben schnell sagen, was Sie auch gerade gesagt haben. Meine Zeitung will das von mir, könnte vielleicht auch mal was von mir wollen. Sie haben schon, Sie haben für den Spiegel gearbeitet, Sie haben für die Zürcher Weltwoche gearbeitet, Sie haben für die FAZ gearbeitet. Das ist jetzt nur eine Auswahl. Sie sind jetzt vor allen Dingen der Korrespondent oder Autor für die Tageszeitung Die Welt. Also da lesen wir Ja. Sie regelmäßig. Und Sie haben jetzt diesen dritten, Ihren dritten Roman, glaube ich, vorgelegt. Das ist der Ja, der dritte dritte. Roman. Und Sie haben sich selbst schon interviewt für die Salonkolumnisten und haben da gesagt, dieser Roman sei jetzt insofern origineller als die ersten beiden, die Sie geschrieben haben, weil das ein ungewöhnlicher Episodenroman ist. Ich zitiere sie jetzt, weil man es besser nicht zusammenfassen kann. Es ist ein Episodenroman, der aus lauter bunt erlogenen Reisereportagen besteht. Und ganz, ganz wichtig, dass wir vielleicht vorneweg ausräumen, Herr Stein, das hatte Frau Longolius, glaube ich, auch schon angesprochen. Es liegt dem Ganzen also der Geschichte, der Rahmengeschichte, Liebesgeschichte zwischen Julia und Bodo, die wir kennenlernen. Können wir auch gleich kurz reinhören. Aber der liegt eine Seuche zugrunde. Es ist eine Seuche im Hintergrund. Sie wussten zu dem Zeitpunkt, das können wir nicht oft genug sagen, nichts von Corona. Sie wussten nichts von Covid-19. Nicht, nein. Kennen Sie Ursula K. Le Guin? Sagt Ihnen der Name was? Ursula K. Le Guin war eine
Schriftstellerin, eine amerikanische Schriftstellerin, eine sehr bedeutende Schriftstellerin meiner Ansicht nach, die sich in diesem etwas seltsamen Genre Science Fiction bewegt hat, zu dem ja im weitesten Sinne vielleicht auch mein Roman gehört. Und die hat mal einen wunderbaren Satz geschrieben. Sie war Anarchistin, sie war Feministin, aber vor allem war sie eine sehr, sehr bedeutende Schriftstellerin. The Left Hand of Darkness ist ein wunderbarer Roman. Ja, und Ursula K. Le Guin hat mal gesagt, Voraussagen sind das Geschäft von Propheten, Wahrsagern und Zukunftsforschern. Es ist nicht das Geschäft von Romanciers. Das Geschäft von Romanciers ist das Lügen. Und in diesem Sinne, ich war überhaupt nicht prophetisch. Ich brauchte für diese Liebesgeschichte zwischen Bodo und Julia, damit es irgendwie interessanter wird, so eine Art apokalyptisches Hintergrundrauschen. Und dann kam ich eben darauf zu sagen, okay, die treffen sich in einer Seuche. Und was ich eigentlich darstellen wollte, war, wissen Sie, man redet ja so über den Weltuntergang und hat es in der Geschichte der Menschheit ja schon verschiedene Weltuntergänge gegeben. Der 30-jährige Krieg war ein Weltuntergang. Die Shoah war ein Weltuntergang. Die stalinistischen Säuberungen von 37 bis 39, wo man jederzeit abgeholt und ins Gulag gesteckt werden konnte, war auch ein Weltuntergang. Aber im Weltuntergang gibt es ja immer noch Leute, die leben. Und es gibt ja im Weltuntergang immer noch, jedenfalls wenn es so ein mittlerer Weltuntergang ist, ne, dann gibt es ja immer noch sowas wie Alltag. Und dann gibt es immer noch Leute, die sich verlieben und miteinander ins Bett gehen und knutschen und so weiter. Und darum ging es mir eigentlich bei dieser Seuche. Es ging mir gar nicht um die Seuche. Es ging mir darum, darzustellen, dass das Leben, wie es so blöde heißt, weitergeht. Was nicht nur ein schöner und tröstlicher Satz ist, das ist auch ein absolut vernichtender Satz. Das Leben geht weiter. Aber es ist so, das Leben geht weiter. Und warum ich auf eine Seuche kam, kann man jetzt natürlich fragen, warum nimmst du ausgerechnet eine Seuche? Warum schreibst du nicht, dass die also unter einem Dauerbombardement oder Terrorangriffe an jeder Straßenecke, also warum eine Seuche? Ganz einfach, ich habe mich ziemlich viel mit Seuchen beschäftigt, weil Seuchen immer wieder so geschichtsbildend gewirkt haben. Ne? Also nur ein Beispiel, die Vereinigten Staaten von Amerika würde es ohne zwei Seuchen gar nicht geben. Die erste Seuche ist die Malaria. Und zwar hatten in dem Unabhängigkeitskrieg die amerikanischen Kolonisten einen Vorteil gegenüber den Rotröcken, die aus Großbritannien kamen. Denn die hatten die Malaria schon gehabt oder ihre Eltern hatten sie schon gehabt. Das heißt, die waren schon mehr angepasst an dieses Virus. Und für die Rotröcke, also die Jungs, die aus Yorkshire oder so in den Kriegsdienst gepresst worden waren, die noch nicht. Das heißt, die Briten sind mehr an der Malaria gestorben als die amerikanischen Kolonisten, die sie schon hatten. Und das Zweite ist natürlich das Gelbfieber. Das Gelbfieber, das in den ganzen Tropen gewütet hat, dass die Truppen von Napoleon, der gerade damit beschäftigt war, den Sklavenaufstand in Haiti niederzuschlagen, der große Freiheitsheld Napoleon bekanntlich, die französischen Soldaten dort sind krepiert am Gelbfieber, das auch von Mücken übertragen wird. Und deswegen sagte der Napoleon, okay, das war wohl nicht so toll, und hat dem Jefferson, dem dritten amerikanischen Präsidenten, im Louisiana Land Purchase ein Gebiet angeboten für Geld, weil er sagte, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist ganz schnell das Gebiet, das wir da haben, loszuschlagen. Ne? Also für relativ wenig Geld hat der Jefferson ein Gebiet kaufen können, durch das sich das Territorium der Vereinigten Staaten auf einen Schlag ungefähr verdoppelt hat. So. Und beides verdanken wir Seuchen. Also Seuchen wirken ungeheuer geschichtsträchtig. Und deswegen dachte ich, nimmst du mal eine Seuche. Aber trotzdem war es, mal abgesehen davon, dass ich Ihnen sehr dankbar bin, Herr Stein, dass Sie uns jetzt eine neue Differenzierung geschenkt haben, nämlich die zwischen dann logischerweise kleinen
mittleren und großen Weltuntergängen, wie Sie, weil Sie gesagt haben, es ist ein mittlerer Weltuntergang, aber die diese Geschichte, diese Seuche, ist das Hintergrundgeräusch einer Liebesgeschichte. Damit wir davon einen Eindruck kriegen, haben Sie uns schon eingelesen, wie sich Julia und Bodo kennenlernen. Dafür werde ich Ihnen dann, nachdem wir das eingespielt haben, Vorwürfe machen. Auf den ersten Blick gefiel ihr gar nichts an ihm. Dieser gewaltige Walrossschneuzer, die Tränensäcke, zwei ausgequetschte Teebeutel unter den Augen, das lange Haar, in der Mitte gescheitelt, das ihm müde und blassblond auf die Schultern fiel. Auch auf den zweiten Blick fand sie ihn keineswegs anziehend. Er war viel zu alt für sie, schon jenseits der 50, die Stirn eine einzige Falte. Er hätte, rein theoretisch versteht sich, ihr Vater sein können. Auf den dritten und letzten Blick hatte sie dann aber doch ein Lächeln für ihn übrig. Vielleicht lag es an seinen traurigen, braunen Augen. Vielleicht an der Lederjacke, maßgeschneidert, wie sie später erfuhr, die breite Schultern umschloss. Vielleicht an den eleganten Bewegungen seiner schlanken Finger, mit denen er einen Zigarillo entzündete. Benzinfeuerzeug. Vielleicht mochte sie aber auch die Frechheit, mit der er Rauchringe in ihre Richtung blies. Er war sehr geschickt. Es gelang ihm spielend, dass sich zwei Ringe in der Luft ineinander verhakten. Sie saßen in einer von jenen Bars, die irgendwann einmal avantgardistisch gewirkt haben mögen, aber heute nur vorsintflutlich sind. Viel Glas, viele Spiegel, Barhocker aus rotem Plastik, blaue Leuchtstoffröhren, Flachbildschirm über dem Tresen. Der Barkeeper war ein junger, schlaksiger Schnösel mit schwarzer Fliege und Samtweste, der wenig sprach und hingebungsvoll Gläser polierte. Außer ihnen beiden hatte sich nur eine Handvoll Hotelgäste hierher verirrt. Ein Amerikaner im Hintergrund sprach viel zu laut in sein Smartphone. Er bestritt seine ganze Konversation mit Hilfe von drei Wörtern. Yeah, nope und sure. Sie hatte sich in einer Stimmung befunden, wo man allein sein will, zum Alleinsein aber dringend Menschen benötigt. Alle Cafés in der Stadt waren geschlossen, es herrschte wieder einmal Ausgangssperre, also war ihr nichts als diese Hotelbar übrig geblieben. Der Security-Mann mit seinem Knopf im Ohr und dem Mundschutz über der Nase war sofort beiseite getreten, als sie ihren orangen Ausweis hochhielt. Sie hatte sich an die Theke gesetzt, ein Glas Sancerre bestellt, ihr Glastablett aus der Umhängetasche geholt und angefangen mit gesenktem Kopf zu lesen. Und nun störte sie dieser Fremde, dieser Zigarillo-Raucher mit seinem Riesenschnurrbart. Sie saß an der Seite der Bar, er in der Mitte, eineinhalb Armlängen von ihr entfernt. »Das Buch scheint ja sehr spannend zu sein«, sagte er. »Ein Roman?« »Kein Roman«, antwortete sie. »Ich hasse Romane.« Nach einer winzigen Pause fügte sie hinzu, »dieses ganze erfundene Zeug.« »Also was ist es dann?«, fragte er. »Plotin«, sagte sie kalt kurz. Normalerweise hätte diese Antwort genügt, um das Gespräch gleich im ersten Atemzug zu ersticken, aber leider war der Fremde philosophisch gebildet und so wurde sie Hals über Kopf in eine Debatte über Sinn und Unsinn der Vorsilbe Neo katapultiert. Warum neomarxistisch und nicht einfach nur marxistisch? Was zum Teufel bedeutet neoliberal? Etc. Denn natürlich hatten die neuplatonischen Denker des dritten nachchristlichen Jahrhunderts Plotin vorneweg sich selber keineswegs so genannt. Sie begriffen sich schlicht als Schüler des großen alten Platon, Schluss, aus und fertig, ganz ohne Neo. Bodo, stellte der Fremde sich vor, nachdem diese Diskussionsrunde abgeschlossen war. Bitte, ich kann nichts dafür, den Namen haben meine Eltern mir angetan. Julia, sagte sie und ergriff mit Mühe, weil er so weit weg saß, die ihr entgegengereckte Hand. Angenehm, sagte er, darauf müssen wir einen trinken. Noch ein Glas von dem Weißwein?
Sie nickte, er bestellte und versorgte sich bei dieser Gelegenheit mit einem weiteren Bourbon. In der nächsten halben Stunde erfuhr sie, dass er das wichtigste Sexualorgan hatte, über das ein Mann verfügen kann. Ohren. Dieser viel zu alte, nun ja, vielleicht nicht ganz so alte Kerl, hörte ihr wirklich zu, mit allen sieben Sinnen, während sich sein Körper gespannt zu ihr hinüberneigte. Nach und nach verlor er in ihren Augen all seine Hässlichkeit. Okay, Herr Stein, hier kommen die Vorwürfe dafür liegen auf der Hand. Wir sind beide ungefähr ein Alter, Sie und ich. Wir haben beide ähnlich schmuckes Haarkleid, mit dem wir überall renommieren können. Und natürlich, wahrscheinlich hin und wieder in ganz schwachen Momenten wünschen wir uns, eine junge Frau könnte trotzdem das Entzücken in uns erkennen oder könnte uns entzückend finden. Warum ist das hier so? Warum haben Sie sich überlegt, okay, das mache ich aber trotzdem. Ich mache trotzdem diese Konstellation der ältere Mann und die jüngere Frau, sie hätten ja jetzt auch ganz andere Wege gekriegt. Daher taucht ja noch eine italienische Privatdetektivin auf, die deutlich älter ist. Warum ist die nicht das Love Interest von Bodo? Das kann ich nicht beantworten, weil die Geschichte einfach so ging in meinem Kopf. Ich kann, also wenn ich das rekonstruieren könnte, dann wäre ich nicht Autor, sondern Psychiater und würde viel mehr Geld verdienen. Ja. Ich meine, ich gebe zu, das ist sozusagen konventionell, ne? Also, dass der Mann älter ist und die Frau jünger, dass der Mann weniger attraktiv ist körperlich und sie sehr attraktiv. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, er wird ja beschrieben, sehr genau, und sie gar nicht. Von ihr wissen wir zwei Adjektive. Erstens, wir wissen, sie ist dunkel, also sie ist nicht eine Blondine. So, das können wir irgendwie rekonstruieren. Und zweitens wissen wir, sie ist schön. Ach so, wir wissen noch, sie ist klein. Und wir wissen, dass Ahmed später auf ihre Brüste guckt. Also müssen die auch so sein, dass Leute sofort da drauf gucken. Naja, er guckt auf ihre Brüste, weil er noch nie nackte Brüste gesehen hat. Also dass sie große Brüste hat, das weiß ich nicht eben. Also ich finde eben, es ist bewusst unklar gelassen, wie sie aussieht. Und zwar deshalb, weil in meiner Vorstellung diese Zwischenkapitel, also zwischen den Reisen, zwischen den 12 Reisen, die schreibt sie. Sie ist die Autorin. Ich bin nur der Stenograf, der das mitschreibt. Aber sie ist eigentlich die Autorin. Und sie kriegt später so einen schönen Titel, den man sich als Kompliment eigentlich aufbewahren kann, oder von aus ihrem Buch stehlen kann, Herr Stein, nämlich die Königin von Tausend und einer Lust, wie sie sich selbst nennt, später, als sie den jungen Ahmed verführt hat. Übrigens, haben Sie da einem Mann in dieser Liebesszene, die sich da ergibt, haben Sie das Schrecklichste zugeschrieben, was man einem Mann in einer Liebesszene zuschreiben kann, nämlich seine Zähne schlugen schnatternd aufeinander. Das ist eine ganz fürchterliche Vorstellung, Herr Stein. Sowohl von dem Vorgang selber, als auch als Mann so dazustehen, dass einem die Zähne schnatternd aufeinanderschlagen. Ja, aber es passiert, wenn man unter hohem Adrenalin steht und sehr verliebt ist. Und dann passiert einem sowas. Es kann, ich habe mir sagen lassen, das kann passieren. Ich will, wie gesagt, das wäre auch ein bisschen zu plump, Ihnen da jetzt konventionelles, das konventionell zu nennen, weil dazu ist diese Liebesgeschichte trotzdem zu ungewöhnlich und letztendlich auch zu leise, ist ja nicht laut. Und vor allen Dingen ist das wohl dann so ziemlich das Letzte, was man in diesem Buch berechnen kann. Das ist war für mich wirklich bemerkenswert, dass man weiß überhaupt nicht, wo führt das hin. Es ist so eine Reise, man nimmt den Koffer, den zieht man ja mittlerweile hinter sich her, fährt los und denkt, mal gucken, was kommt. Nach einer Zeit ist klar, Hannes Stein ist ein Reiseleiter, der mir nicht vorher sagt, der mir noch nicht mal vorher eine Andeutung macht, ob das jetzt Traum oder Albtraum wird, was da auf mich zukommt. Sie haben gelogen.
Sie haben, das haben Sie ja selbst auch so gesagt, sind Lügengeschichten zum einen. Aber diese Lügen starten ja immer aus Wahrheiten, die ganz wenig Leute kennen. Also wenn ich jetzt rumfragen würde, selbst in meinem politisch bekannten, in meinem politischen Bekanntenkreis, wer war nochmal Silvio Gesell? Dann würden die Leute nicht unbedingt wissen, wer das war. Warum kennen Sie den Mann und wer ist der? Ja, ich, also erstens spiele ich ein Spiel mit Ihnen als Leser, als Leserin, nämlich das Spiel heißt, googeln Sie mal. Ja, genau, Sie mal, was stimmt. Ja. Ja. Und ja, Silvio Gesell. Silvio Gesell war ein ganz interessanter und kauziger Typ. Er war ein Ökonom. Er hatte eine ökonomische Theorie. Die ökonomische Theorie war, dass dass die Probleme der Gesellschaft regeln kann, nicht indem man die Produktionsmittel verstaatlicht, das war ja die marxistische Idee, wir verstaatlichen die Produktionsmittel, dann wird alles gut, sondern seine Idee war, man muss ein Geld haben, das verfault. Man muss ein Geld haben, das automatisch immer weniger wert wird, wodurch niemand in die Versuchung kommt, Geld zu horten. Und das würde dann größere Gerechtigkeit in der Gesellschaft hervorrufen. Und nun bin ich kein Ökonom und verstehe von diesen Dingen wenig, nicht nichts, aber wenig. Aber immerhin John Maynard Keynes, der ein wirklich bedeutender Ökonom war, sagte, die Theorien von Silvio Gesell sind wichtiger als die Theorien von Karl Marx. Das ist ja nicht nichts. Und er hat eben eine interessante historische Rolle gespielt. Er war nämlich mal eine Woche lang Finanzminister. Eine Woche. Und zwar nach dem Ersten Weltkrieg war Bayern komischerweise sehr links. Also dieses katholische Bauernland Bayern war nach dem Ersten Weltkrieg sehr links. Wahrscheinlich vor allem deshalb, weil die Bayern wirklich die Schnauze voll hatten, dass sie nun schon wieder für diese scheiß Preußen in einen Krieg hatten ziehen müssen, den sie nun außerdem noch verloren hatten. Und dann wurde der Kurt Eisner, ein linker Sozialdemokrat, ein Berliner Jude, Ministerpräsident, den hat dann ein rechtsradikaler Attentäter erschossen. Und dann begann eine ganz kurze Episode, die Münchner Räterepublik, wo in München ein Haufen meschuggener Intellektueller plötzlich an der Regierung war. Die wussten nicht so richtig, was sie mit der Macht jetzt tun sollten. Das Einzige, was sie wirklich durchgesetzt haben, war das Verbot des Geschichtsunterrichts an bayerischen Schulen. Dann ist eine radikalere Fraktion an die Macht gekommen, die sich mehr am russischen Vorbild orientiert hat. Die haben dann leider auch ein paar Leute erschossen, was nicht schön von ihnen war. Und dann wurde das Ganze niedergewalzt von Reaktionären, Freikorpskämpfern, von denen übrigens manche schon, weil sie zu der Thule-Gesellschaft gehörten, ein Symbol am Stahlhelm trugen, das wir kennen, nämlich das Hakenkreuz. So, und unter dieser Münchner Räterepublik war eben der Silvio Gesell eine Woche lang Finanzminister. Er ist mit einem blauen Auge davongekommen. Sie haben ihn nicht erschlagen, nicht an die Wand gestellt, sondern er kriegt ein bisschen Gefängnis und ist dann in den 30er Jahren, ich glaube, an Tuberkulose, glaube ich, also an irgendwas ganz Normalem gestorben. Und woher weiß ich das Ganze? Ich weiß das Ganze, weil es dieses tolle Buch gibt von dem Volker Weidermann über die Münchner Räterepublik, das mich einfach deshalb interessiert hat, weil ich ja eigentlich ein Münchner bin. Und das Interessante an diesem München ist eben, also München war ja, wie wir alle wissen, die Hauptstadt der Bewegung, also die Stadt, die die Nazis gefeiert haben, weil Hitler dort 1923 einen Putschversuch gemacht hat, der kläglich in die Hose ging. Und dabei wurden ein paar Nazis erschossen und dann war das für sie also die Märtyrerstadt und die Hauptstadt der Bewegung. Und das hat man so im Kopf. Aber München ist eben auch die Stadt der Räterepublik, auch die Stadt, wo es diesen eben etwas verrückten Anarchismus gab. Also nicht Marxismus, nicht Sozialdemokratie, sondern Anarchismus, was eine linke Bewegung ist, die ich immer sehr sympathisch gefunden habe. Und
Es ist übrigens auch eine Künstlerstadt. Also München ist die Stadt des Blauen Reiters. War die Stadt, wo Franz Marc gelebt hat, ein Maler, den ich liebe, seit ich ein Kind bin. Der Tiger von Franz Marc, der im Lehnbachhaus hängt. Ich muss nur die Augen zumachen, dann sehe ich diesen Tiger vor mir. Ja. Hängt der nicht auch in dem brasilianischen München in Ihrem Buch, der Tiger? Ja, eine Reproduktion. Und unter dieser Reproduktion übernachten sie dann. Und das ist wirklich, wenn man das könnte, wenn ich unter diesem Tiger von Franz Marc mal einmal übernachten könnte, wäre das schön. Aber wissen Sie, dieses München, also die erste Reise, die Reise in die Münchner Rätemonarchie, ne? Es ist eigentlich die Illustration zu meinem politischen Lieblingswitz. Also mein politischer Lieblingswitz geht so, zwei Bayern sitzen im Biergarten, also Sie können sich das so vorstellen, jeder mit so einer Maß, ja, und einem Radi und einer Brezen und reden also über Politik, und dann sagt der eine Bayer, ja, das Beste war ja doch so eine richtige Anarchie. Und dann sagt der andere Bayer, ja, aber mit einem starken Anarchen. Und das ist eigentlich meine politische Utopie. Meine politische Utopie ist eine Anarchie mit einem starken Anarchen. Und das habe ich versucht, in dieser ersten Reise zu schildern. Wie sieht das aus? Ja, aber das wenn man jetzt, nehmen wir einmal, würde fünf Leuten die Aufgabe geben, schreibe eine Geschichte, wie Julia und Bodo sich kennenlernen, der ältere Mann und die jüngere Frau, und sie ist Philosophiestudentin und er ist Journalist. Da könnte man unter Umständen fünf Leuten sagen, kämen fünf Leute zu Ergebnissen. Wenn man ihnen jetzt sagen, wenn man fünf Leuten sagen würde, schreibe dieses Buch, schreibe der Weltreporter, müssten alle scheitern, weil es in ihrem in Ihnen, Herr Stein, ein Kabinett geben muss, wo Sie ganz viele Sachen aufbewahren. Sie haben jetzt gesagt, Volker Weidemann war es mit dem Buch über die Räterepublik. Ja. Das ist jetzt das eine. Und tatsächlich, ich habe unglaublich lange gebraucht, um durch Ihr Buch zu lesen, weil ich die ganze Zeit so angefacht war, tatsächlich das zu machen, was Sie vorhin gesagt haben. Google doch mal. Ich sage, das kann doch alles nicht wahr sein. Was schreibt der da? Bin dann sofort wieder zum Computer, um zu gucken, ob das stimmt. Und habe dann zum Beispiel festgestellt, die Geschichte mit Utopia, wo dieser russische Mann, das russisch-jüdische Mathematikgenie. Ja, genau. Wie heißt er denn jetzt noch, Mensch? Ich habe seinen Namen aufgeschrieben. Und ich habe es hier nicht richtig vernünftig angestrichen. Wenn man dann, bleiben wir nochmal ganz kurz, das ist ein kurzer Sprung zurück, wenn wir bei Franz Gesell bleiben, selbst wenn man den dann nochmal anguckt, was der für Sachen gemacht hat, wo man heute denkt, mein Gott, wir sind ja so wahnsinnig modern. Von 1907 bis 1911 lebte Gesell wieder in Argentinien, dann kommt er nach Deutschland zurück und beteiligt sich an der von Franz Oppenheimer mitbegründeten Obstbaugenossenschaft Eden in Oranienburg, nördlich von Berlin. Hier gründet er gemeinsam mit Georg Blumenthal die Zeitschrift Der Physiokrat. Also da ist wirklich, da ist eine Menge los. Und man denkt eigentlich, eine Obstbaugenossenschaft, Mensch, das ist auch unsere Erfindung, das hat doch alles Renate Künast angestellt. Wir sind doch die Ersten, die richtig grün sind, und bumm ist das dann. aber kommen wir mal zu dem russischen Genie. Auch der, ja. Auch den gab es, auch der hat den Leningrader Kessel miterlitten. Ja. Auch diese Wissenschaftsdörfer, die Gelehrtendörfer, aus denen in Ihrer Reportage gab es alles. Ja. Dann Utopia hervorgeht. Und auch da die Frage, Herr Stein, die plumpe Frage, woher wissen Sie, dass es diesen Mann woher gibt? Weiß ich das? Das kann ich Ihnen erklären. Es gibt einen wunderbaren englischen Autor, der heißt Francis Spufford. Und er hat einen Roman geschrieben, der übrigens richtig, richtig gut ist und hier in New York spielt. Aber davor hat er lauter Bücher geschrieben, für die man nicht so richtig einordnen kann. Es sind nämlich Bücher, die auf Recherche basieren, aber geschrieben sind als Erzählungen. Und das Buch, das mich also hingerissen hat von ihm und das ich schamlos geplündert habe, man muss ja als Autor immer wissen, wo man klaut, ja. Also das Buch heißt von Francis Spufford, ich kann es wirklich wärmstens empfehlen, das heißt Red Plenty, also roter Reichtum, roter Überfluss. Und das Buch handelt eben von diesem
russisch-jüdischen Mathematikgenie, das, wir sind gerade beide, stehen gerade beide auf dem Schlauch, mir fällt der Name auch gerade nicht ein. Ich habe ihn auch, Sie können mal weiterreden, ich habe ihn vorhin extra noch. Kantorowitsch, hieß er mit Nachnamen hieß er Kantorowitsch. Kantorowitsch, genau. Ja, der also ein, der wirklich genial war und der eine Formel erfunden hat, wie man Dinge auf dem kleinsten möglichen Weg von A nach B transportiert. Und das hat eben zum Beispiel in der Blockade von Leningrad eine riesige Rolle gespielt. Die Blockade von Leningrad war ja an einer Seite offen, weil die Finnen keine Unmenschen waren und dort Transporte durchgelassen haben. Und das heißt, über den vereisten See kamen Lastwagen mit Lebensmitteln nach Leningrad rein. Leider nicht genug, um 2,5 Millionen Menschen oder wie viele es waren, die krepiert sind vor dem Hungertod, übrigens natürlich vor allem Kinder, vor dem Hungertod zu retten, aber immerhin etwas. Und der Kantorowitsch wusste eben mit seiner Formel, in welchem Abstand diese Lastwagen fahren müssen, damit man möglichst viele Sachen nach Leningrad reintransportiert. Übrigens fällt mir gerade ein, den könnten wir jetzt gut brauchen, den Kantorowitsch, weil der könnte uns berechnen, wie wir es schaffen, am besten in der schnellsten möglichen Zeit mit den Impfstoffen, die wir haben, Leute durchzuimpfen. Also sowas könnte der, würde der auf einem Briefumschlag berechnen. Und das würde stimmen. Und das würde er schneller berechnen als ein Computer. Ich habe ihn jetzt mal Hannes Stein gefunden. Leonid Vitaljevic Kantorowitsch. Leonid Vitaljevic, genau. Leonid Vitaljevic Kantorowitsch. Naja, und der hatte eben diese Formel. Und diese Formel wird übrigens auch heute noch angewendet von Firmen. Also wenn Sie eine Firma haben und wissen wollen, wie Sie möglichst schnell Ihre Zweigstellen beliefern können, dann funktioniert das so. So. Und nun, also die Geschichte, die in Red Plenty erzählt wird, ist ganz kurz gesagt die. Also Stalin war endlich tot. Dann kam Chruschtschow an die Macht und Chruschtschow wollte, dass in seiner Lebenszeit der Kommunismus verwirklicht wird. Und nun ist der Kommunismus ja keine Ideologie der Kargheit, sondern die Idee des Kommunismus ist ja, dass alles im Überfluss vorhanden ist. Und deswegen, und nun war ja die Sowjetunion sozusagen ein Betrieb. Es war ja alles verstaatlicht, also ist das ein Betrieb. Also, sagte sich dieser Kantorowitsch, können wir jetzt berechnen, wie wir nach Plan produzieren und das Zeug möglichst effektiv unter die Leute bringen. Und das gab eben diesen kurzen Moment in den 60er Jahren, wo die Sowjetunion völlig utopisch wurde. In der Zeit wurde übrigens auch sehr viel Science-Fiction geschrieben und veröffentlicht. Und wo die wirklich gedacht haben, dass sie mit Hilfe der Planwirtschaft eine Gesellschaft schaffen können, die reicher ist als das, was die Amerikaner schaffen. Das hat natürlich nicht so ganz funktioniert. Aber dieser Typ ist so interessant, dieser Kantorowitsch ist so interessant, weil der einerseits ein regimetreuer Kommunist war und andererseits aber, also er war wirklich nie ein Dissident, auch nicht im Traum, aber er war gleichzeitig jemand, der wirklich eine humane Vision hatte. Das war eine humane Vision. Und dass sie nicht geklappt hat, das liegt jedenfalls nicht an der Mathematik. Das ist interessant, das Stichwort Mathematik, weil diese Geschichte ist zweifelsohne natürlich eine Sache, gerade als politisch interessierter Mensch stürzt man sich darauf. Utopia, wissen wir alle, Vorläufer, Thomas Morus, in ihrem Utopia, was merkwürdigerweise, oder so wie Sie die Geschichte gerade erzählt haben, dann doch nicht so merkwürdigerweise in Sibirien entstanden ist der Kommunismus ja annähernd verwirklicht. Allerdings natürlich auch wieder auf eine gruselige Art und Weise, denn es gibt der Reporter, Herr von Unruh, gerät dann irgendwann auf die Euthanasiestation, wo es dann heißt, der wurde ein Säugling, ein Baby zum Einschläfern mehr oder weniger gefahren wird, weil aus
ausgerechnet worden ist, dieses Kind hat eine 74 oder wie weiß wie hohe Chance, als Erwachsener an Depressionen oder was sowas zu einer psychischen Krankheit zu erkranken. Deswegen muss sein Leben jetzt schon ausgelöscht werden. Auch das ist natürlich, Herr Stein, wieder total brandaktuell, weil man ja im Moment in den einzelnen Gesellschaften, speziell in älteren Gesellschaften wie Deutschland, entscheiden musste, okay, um das Leben von sehr alten Menschen zu schützen, müssen wir das Leben von anderen, jüngeren Menschen zur Hölle machen. Können wir da trotzdem froh sein, dass das kein Algorithmus für uns tut? Erstens, Sie verraten ja alle meine Pointen. Das ist nicht in Ordnung. Zweitens, glaube ich, zweitens ist das eine völlig andere Diskussion. Oder es geht dabei um was vollkommen anderes. Ich wollte mir einmal ausmalen, dass der Kommunismus wirklich funktioniert. Also es funktioniert alles, was die Kommunisten behaupten in ihrer Theorie, klappt. Ja? Also man kann wirklich eine Gesellschaft schaffen, in der es kein Geld mehr gibt, in der alle sich austoben können, in der alle ihre Individualität leben können. Das ist ja die eigentliche Idee des Kommunismus. Und dann wollte ich zeigen, warum ich trotzdem dann Antikommunist bin. Ich bin der schlimmste Antikommunist, den es auf diesem Planeten gibt. Weil ich sage, auch wenn der Kommunismus hundertprozentig hinhaut, bin ich hundertprozentig dagegen. Warum? Weil die grundsätzliche Frage, ist das menschliche Leben heilig oder nicht? Das ist eine religiöse Frage, eine metaphysische Frage. Das ist nicht eine Frage, die man ausrechnen kann. Die ist dann immer noch nicht beantwortet. Darum geht es mir. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass im Gegenteil, also wenn man sagt, wir sind bereit, uns einzuschränken, damit dieser 80-Jährige, der in einem Jahr sowieso stirbt, noch dieses eine Jahr leben kann. Das ist eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich da schildere. Denn in meinem Kommunismus würde man ausrechnen, naja, in einem Jahr stirbt er sowieso und damit ist vorbei. Die Radikalität, jetzt komme ich ins Predigen, in meinem Roman predige ich nicht, aber jetzt darf ich mal eine Minute lang predigen. Die Radikalität der jüdischen Position, die dann die Christen übernommen haben, lautet: Menschliches Leben ist das Absolute und es ist völlig egal, was für ein menschliches Leben. Das menschliche Leben von dieser Trinkerin, die in ihrem Leben nichts gearbeitet hat, ist genauso heilig wie das Leben von diesem jungen Genie, das den Fusionsreaktor bauen wird. Wir machen da keinen Unterschied. Es ist, also menschliches Leben ist absolut und es ist absolut wertvoll. Das ist eine ganz, ganz radikale Anstellung. Die übrigens andere Kulturen überhaupt nicht haben. Die finden sie nicht. Die finden sie zum Beispiel nicht bei den alten Römern. Ja, bei den alten Römern ist das vollkommen klar. Ein Baby wird geboren, das legt man vor dem Pater Familias auf den Boden. Der Pater Familias hat die Potestas Vitae Nequisque, also die Macht über Leben und Tod. Das heißt, der Pater Familias hebt das Kind auf, entweder, dann wird es großgezogen, oder er lässt es auf dem Boden liegen, dann wird es im Wald ausgesetzt und von den wilden Tieren gefressen. Und das war normal. Und die Römer waren nicht Barbaren, das war eine hohe Zivilisation, aber das war normal. Ja? Wobei dann da natürlich jetzt die Frage ist, wie liberal sind Sie oder wie weit sind Sie bereit anzuerkennen, dass das eine, wie Sie gerade schon gesagt haben, religiöse Position ist? Weil wenn wir jetzt uns ein Interview mit Wolfgang Schäuble in Erinnerung rufen, der hat ja gesagt, es ist nicht das absolute Primat staatlichen Handelns, jedes Leben zu schützen. Das kann es auch gar nicht sein. Das heißt, ein staatlich politisches Handeln bedeutet immer ein Abwägen und kann nicht so apodiktisch sein wie die religiöse Position, Herr Stein. Naja, das ist dann wieder eine andere Position. Es gibt sowas wie Triage, ne? Also wenn ich in einem Krankenhaus bin und ich habe 10 Intensivbetten und dort draußen sind 20 Leute, die diese Intensivbetten brauchen, dann betreibe ich Triage. Aber bei der Triage versuche ich ja immer noch möglichst viele Leben zu retten. Also Euthanasie, was übrigens, Euthanasie war in den, das haben auch nicht die Nazis erfunden, das gab es wirklich schon vorher. Und alle progressiven Leute in den
also ab ungefähr 1900 sind für Euthanasie. Ja? Also um gegen Euthanasie zu sein, also dagegen, dass man Leute, deren Erbgut man ausmerzen möchte, sterben lässt oder umbringt. Also um gegen Euthanasie zu sein, musste man wirklich politisch reaktionär und katholisch sein. Und dass wir gegen Euthanasie sind heute, die meisten jedenfalls, das liegt eben daran, dass wir dieses entsetzliche Beispiel der Nazis haben, die das dann eben wirklich konsequent und in großem Maßstab betrieben haben. Aber das ist, Euthanasie ist was anderes als Triage. In Triage befinde ich mich in einer Notsituation, wo ich nicht in der Lage bin, alle Leben zu retten. Und dann muss ich irgendeine natürlich immer entsetzliche Entscheidung treffen, wen rette ich zuerst. Euthanasie ist was anderes. Euthanasie ist ein ideologisches Programm, wo ich sage, ich will nicht, dass Leute mit Down-Syndrom rumlaufen. Also bringen wir jetzt alle Leute mit Down-Syndrom um. Jetzt bleiben wir mal in dem Science-Fiction. Wenn Sie mathematisch sind, also mathematisch kann man das rechtfertigen. Moralisch meiner Ansicht nach. Herr Stein, lassen Sie uns jetzt mal über Science-Fiction reden. Also Sie haben jetzt gerade erklärt, warum logischerweise dieses Utopia in der Weltreporter Ihnen so geraten ist, wie es Ihnen geraten ist. Aber wenn wir jetzt Einzelteile daraus nehmen, ich habe einen Artikel von Ihnen kürzlich gelesen, wo Sie Leute davor waren oder wo Sie uns alle davor waren, die Natur als solche zu sehr zu romantisieren, wo man jetzt sowieso mal fragen muss, was ist eigentlich die Natur so als Gesamtbegriff? Aber Sie waren davor, das zu romantisieren und zu verkuscheln und sagen, dass solche Vorstellungen, wie Sie die in dem Utopia-Entwurf drin haben, Landwirtschaft, die in Hochhäusern betrieben wird, artifiziell hergestelltes Fleisch, was mit Tieren nichts mehr zu tun hat, dass das durchaus ein gangbarer und wo wirklich sogar höchst gehenswerter Weg ist. Ja, ich beantworte das jetzt mal als Romancier. Also ich finde, als Romancier soll man nicht predigen. Ich finde nichts langweiliger als Romane, in denen irgendein Weltbild gepredigt wird. Und deswegen war es für mich sozusagen beinahe ein Genuss, Dinge zu nehmen, die ich eigentlich vertrete und die ich eigentlich gut finde, und sie dann in ihr Gegenteil zu kippen. Das heißt, Elemente zu nehmen, die ich im Grunde erstrebenswert finde. Ich finde unbedingt, wir sollten Landwirtschaft in Hochhäusern betreiben. Ich finde unbedingt, wir sollten Fleisch im Labor erzeugen. Aber das dann zu nehmen und das dann in ein Szenario einzubauen, das sich dann in dieser Pointe eben nicht als Utopie entpuppt, sondern als ihr Gegenteil, als etwas ganz Schreckliches und Barbarisches. Das fand ich dann gerade interessant und spannend. Herr Stein, ich bin jetzt gewarnt und Sie haben völlig recht, dass ich nicht hier weiter durch das ganze Buch spoiler, sodass sich alle Leute hinterher denken, ach, wie enttäuschend, schade, dass der Blödmann das alles schon verraten hat. Deswegen gehe ich jetzt mal nur so am Rand entlang. Es gibt eine Restaurantbeschreibung. Das ist ein Kapitel, wo ich kann nicht sagen, was für eine Art von Gänsehaut ich da hatte, als ich das gelesen habe und die Pointe, die ich jetzt nicht verrate, dann tatsächlich kam. Aber was mir da klar geworden ist, also bei dem Gesell, da haben Sie gesagt, das habe ich gelesen. Sie haben gesagt, Sie haben bei dem Red Plenty, ist ein bisschen kokett, aber sie hätten da nur gestohlen. Das ist ja eine ganz eigene Hannes-Stein-Variante der Geschichte. Aber bei dem Restaurantbesuch, da ist es ja nicht so, das kann man ja so nicht schreiben, wenn man nicht selber schon feinschmeckerisch sehr, sehr versiert ist. Wie stark sind Sie Feinschmecker? Wie geübt sind Sie als jemand, der gerne toll isst? Gucken Sie mich an. Sie einen naja. Schlanken Mann. Was denn? Nein, um Gottes Willen, schön wäre es. Ja, nee, ich esse gerne, ich koche auch gerne. Und ich lebe in einer Stadt, wo man, wenn man eine kulinarische Weltreise machen will, das einfach mit der U-Bahn hinkriegt. Das ist sehr eine der angenehmen Seiten an New York. Sollten Sie mich mal hier besuchen, dann fahren wir mal mit der 7 nach Queens raus und dann können wir bei jeder Station aussteigen und bewegen uns in einem anderen kulinarischen Universum. Also wir können zum Lunch können wir toll griechisch essen und zum Abendessen sind wir dann in Taiwan.
Und das spiegelt, also ich wollte, allgemeiner gesprochen, ich wollte in dem Roman ein bisschen die Genres mischen. Ne? Also es gibt eine Theaterkritik, es gibt eine Restaurantkritik, es gibt eine erotische Erzählung, es gibt eine Horrorgeschichte. Aber ich wollte eben, dass alles sozusagen über den Rand des Genres hinausgekippt wird. Das war das mein Ehrgeiz dabei. Jetzt würde ich vorschlagen, hören wir, um uns von den gefakten Reportagen einen Eindruck nochmal zu verschaffen, hören wir uns die Reise nach einen Ausschnitt aus der Reise nach Australien an, wo es angeblich die größte archäologische Entdeckung aller Zeiten gibt. Herr Stein, habe ich richtig so gesagt? Das ja. Ist jetzt noch nicht so beginnt es ja mit der größten archäologischen Entdeckung aller Zeiten. Ja. Wir mussten uns bücken, als wir die Höhle betraten. Ein paar Schritte weiter setzten wir uns auf den Hosenboden und schauten nach oben. Bald sah ich den ersten Handabdruck an der Decke, Ocker auf Granit. Langsam gewöhnten meine Augen sich an das Dämmerlicht. Ich sah eine zweite Hand, dann eine dritte. Nach ein paar Minuten wurde mir klar, dass die Höhlendecke von Handabdrücken wimmelte. Rote Hände, gelbe Hände, weiße Hände, orange Hände, Kinderhände, Erwachsenenhände, Hände über Händen. Manche dieser Abdrücke sind 1000 Jahre alt, sagte Pat halblaut neben mir. Andere sind ganz frisch. Was bedeuten sie? Das weiß kein Mensch, sagte Patricia Halloran. Aber neuerdings habe ich eine Hypothese. Mehr als eine Vermutung ist es natürlich nicht. Und zwar, ich glaube, dass die Handabdrücke uns warnen sollen, sagte Pat. Wovor? Fragte ich. Vor der Furie des Verschwindens, sagte Pat. Wie bitte? Sagte ich. Es wird Zeit, dass ich dir unseren Fund präsentiere. Mühsam kraxelten wir aus der Höhle heraus. Pat führte uns zu dem weißen Zelt, das neben dem Höhleneingang stand, und schlug die Eingangsplane zurück. In dem Zelt sah ich verschiedene technische Gerätschaften, einen Tisch, Stühle, einen Schreibtisch und einen Computer. Neben dem Schreibtisch stand ein kleiner schwarzer Safe auf dem Boden. Pat ging in die Knie und fummelte an dem Scheibenschloss herum. Ist dieser Safe denn sicher? Fragte ich. Das kleine Ding kann doch jeder Strauchdieb mitnehmen. Schon, sagte Pat, aber es ist mit einem Peilsender ausgerüstet. Sobald der Safe bewegt wird, schlägt der Alarm, danach zeigt er an, wo er sich gerade befindet. Die Tür des Safes sprang auf. In dem Stahlkasten lag nur ein einziger Gegenstand. Ein Etwas, das in ein schwarzes Tuch eingeschlagen war. Pat nahm den Gegenstand heraus und legte ihn mit beinahe zärtlicher Behutsamkeit auf den Tisch in der Mitte des Zeltes. Mit ihren knochigen Fingern und ohne eine Spur von Theatralik schlug sie das schwarze Tuch zurück. Nun muss ich die Gefahr eingehen, dass die geneigte Leserin sich langweilt und übergenau werden. Niemand soll präjudiziert werden. Niemand soll sich von Schlussfolgerungen überrumpelt fühlen. Es kommt auf die Details an, nicht auf meine Deutungen. Bitteschön. In dem Tuch aus schwarzem Samt befand sich eine kleine, durchsichtige Plastiktüte. In der Plastiktüte lag, luftdicht abgeschlossen, ein Gegenstand. Er war rechteckig. Er war aus Stein. Er hatte die Farbe von hellem Ocker. Seine Maße betrugen, ich benutzte ein Lineal, das Patricia Halloran mir liebenswürdigerweise über den Tisch reichte, 14,224 Zentimeter der Länge und 6,848 Zentimeter der Breite nach. Exakt 2,032 Zentimeter unter dem oberen Rand des Gebildes begann eine milde Vertiefung. Das heißt, in dem Rechteck war ein zweites und kleineres Rechteck eingelassen. Es maß 5,588 cm der Breite und 2,54 cm der Höhe nach. Unterhalb jener Vertiefung erblickte ich winzige, rautenförmige Plateaus, 12 Erhöhungen, die ihrerseits in Form einer Raute angeordnet waren.
jede Seite dieser größeren Raute maß 3,81 cm. Ich fasse zusammen. Ein rechteckiger Gegenstand aus Stein, eingelassen in das Rechteck eine selber rechteckige Vertiefung, unterhalb der Vertiefung rautenförmig angeordnet 12 winzige Erhöhungen. Was ist das, wollte ich wissen. Das frage ich dich, gab Patricia Halloran zurück. Was liegt da vor dir auf dem Tisch? Antworte schnell, aus erster Regung, möglichst ohne Nachdenken. Ein Smartphone, sagte ich, ein BlackBerry, etwas in der Art. Falsch, sagte Pat. Unmöglich. Was du hier vor dir siehst, ist ein Fossil. Dann klärte sie mich mit wissenschaftlicher Umständlichkeit darüber auf, wie ein Fossil entsteht. Item, ein Organismus stirbt, ein Organismus wird im nassen Sand begraben, der Sand verfestigt sich, wird Sediment, das Fleisch verfault, nur die Knochen bleiben zurück, Wasser dringt in die Knochen ein, in dem Wasser sind Mineralien gelöst, diese Mineralien kristallisieren und in Verbindung mit den Sedimenten, die den Leichnam fest umschlossen halten, entsteht ein harter Stein. Es gibt indessen auch eine Abwandlung, eine freilich nur in Nuancen andere Möglichkeit. Dabei nimmt Mutter Natur quasi selber eine Totenmaske ab. Ein verwesender Organismus hinterlässt im Sedimentgestein einen Abdruck. Die Hohlform füllt sich mit anderen Mineralien. So, jeder Bildhauer kennt den Vorgang, entsteht eine Art Statue, ein Abguss. Es ist gewiss vorstellbar, fügte Pat hinzu, dass ein technisches Gerät im Sediment landet. Nichts hält ewig, nicht einmal Plastik. Rost frisst das Metall, dann wird der Rost seinerseits von Bakterien gefressen. Versteinerung. Et voilà. Wie lange braucht es, damit ein solches Fossil entsteht? Aha, sagte Pat und grinste. Der Mann denkt mit. Das ist die Kernfrage, nicht wahr? Ich will es dir verraten, mein Lieber. 10.000 Jahre. Mindestens. Da haben Sie jetzt die Pointe vorweggenommen, muss man sagen. Jetzt möchte ich zum Schluss mit Ihnen nochmal darüber sprechen. Sie haben es vorhin ja erklärt am Beispiel der Schriftstellerin, der Schriftsteller, die Schriftstellerin, wo wir gerade dabei sind. Sie gehen davon aus, dass Sie nur Leserinnen haben. Warum eigentlich? Weil Männer keine Romane lesen. Aber Sie haben also gesagt, wenn bei Lesungen ist immer das Publikum zu, ich weiß nicht, 80% weiblich. Aber wenn wir jetzt nochmal dahin zurückgehen, was Sie vorhin über die von der Schriftstellerin zitiert haben, sie sagt, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Geschäft ist es zu lügen. Gleichzeitig sind Sie Journalist. Sie haben selber auch schon gesagt, Sie sind ein großer Freund der literarischen Reportage. Das ist also deswegen kein Wunder, dass der Weltreporter eine Geschichte aus so vielen Reportagen geworden ist. Wir haben aber ja hier in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit den Klaas Relotius-Skandal gehabt, wo ein Mann auch auf sehr begabte Art und Weise tatsächlich insofern literarische Reportagen geschrieben hat, als dass sie einfach schlicht nicht wahr waren, sondern erfunden. Als jemand, der diesem Mann 3 Preise höchstpersönlich in die Hand gedrückt hat, als Moderationsluder bei Journalistenpreisveranstaltungen, bin ich da gebranntes Kind. Und hat mir aber hinterher auch gedacht, na ja, der hat zum Beispiel aus einer Stadt berichtet in den Vereinigten Staaten, das war größtenteils auch falsch und total erfunden. Die hat aber Leuten, die ihr Amerika-Bild hier in Deutschland nicht partout verändern wollen, unglaublich gut getan, weil die sahen ihre ganzen Vorurteile über das angebliche Trump-Amerika bestätigt. Könnte man nicht sagen, naja, das ist dann vielleicht dann doch besser so, weil was hilft die Wahrheit? Nee, ich bin der altmodischen Ansicht, dass Journalisten nicht lügen sollten. Deswegen steht über meinem Buch ja auch Roman drüber. Übrigens habe ich, also ich habe diese Relotius-Geschichte natürlich mitbekommen, aber wirklich sehr aus der Ferne und sie hat mich, als sie passiert ist, nicht sehr interessiert. Ich habe, als der Roman fertig war, als er, glaube ich, auch schon lektoriert war, habe ich das tolle Buch von dem, wie heißt der, Juan Moreno gelesen, der dem Relotius ja auf die Schliche gekommen ist. Das ist ein wirklich tolles Buch. Und da habe ich übrigens auch das erste und einzige Mal einen Text von Herrn Relotius bei vollem Bewusstsein gelesen. Und naja, also toll ist das nicht.
Also ich habe beim Schreiben wirklich überhaupt nicht an Relotius gedacht, auch nicht an Philip Glass, der ja bei uns so ein Fall war, hier in Amerika, lange vor Relotius, wo ich auch übrigens, also ich kenne zufällig den Mann, der damals der Chefredakteur von The New Republic war, der dann eben dem Philip Glass draufgekommen ist. Aber das hat mich alles nicht interessiert. Wenn Sie eine Romanfigur beschreiben, dann denken Sie nicht an so Leute in der Wirklichkeit. Dann versuchen Sie, diese Romanfigur möglichst klar zu sehen und rauszukriegen, wie spricht der und wie bewegt er sich. Und es ist mehr so wie ein Chronist, komischerweise von etwas, was man sich ausgedacht hat, aber das ist einem dann, oder mir jedenfalls ist das dann gar nicht mehr so klar, sondern das ist dann ein eigener Mensch, der lebt. Wenn es übrigens überhaupt ein Vorbild gibt für meinen Bodo von Unruh, dann wäre das weder Relotius noch Philip Glass, sondern es wäre Richard Kapuscinski, der ja nun wirklich ein großer und bedeutender Autor war, der, glaube ich, auch Generationen von Journalisten beflügelt hat, die dann diesen Beruf des Reporters ergriffen haben. Und bei dem wir mittlerweile wissen, dass also 50% von seinem Zeug erflunkert ist. Also sein berühmtestes Buch ist ja das Buch über den Hof von Haile Selassie in Äthiopien. Und da kann einem, also wirklich jeder Äthiopien-Kenner schlägt bei diesem Buch die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, das ist alles Unsinn. Und das hätte eigentlich auch schon damals, als das Buch erschien, deutlich sein müssen. Ne? Also die interessante Frage, die Sie ja auch gerade gestellt haben, ist ja eigentlich mehr, warum fällt man auf die Betrüger herein? Und man fällt auf die Betrüger natürlich herein, weil sie ein psychologisches Bedürfnis erfüllen. Und bei dem Relotius war das, wie Sie gesagt haben, offenbar die Erfüllung des eigenen Weltbildes. Aber das ist nicht der Grund, warum Julia so lange auf Bodo von Unruh hereinfällt. Sie fällt deswegen so lange auf Bodo von Unruh herein, weil er, was ja in der Anfangsszene schon klar ist, ein Verführer ist. Er ist ein wirklich guter Verführer mit seinen Geschichten. Ich glaube, das ist es. Jetzt, Sie sagen an einer Stelle auch, also zur Lüge gehören immer zwei, nämlich der lügt und der sich tatsächlich belügen lässt. Das ist ja auch an einer Stelle tatsächlich benannt. Und trotzdem frage ich mich gerade, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was Sie auch gerade über Utopia gesagt haben, was Sie, wenn ich diesen Silvio Gesell da in Rechnung stelle, dann frage ich mich doch, ob Ihr Weltreporter, obwohl so viel gelogen wird, dient er nicht einer höheren Wahrheit? Weil wenn man dem aktuellen Geschehen folgt und sich sogar glaubt, man sei in der ganzen Welt bewandert über das Nachrichtengeschehen, muss man da nicht automatisch bescheidener werden, wenn man feststellt, diesen Silvio Gesell kannte ich gar nicht, obwohl das, was er gemacht hat, vorgeschlagen hat, ist aufregend, aber das wissen wir alles nicht, sondern wir tun so, als würden wir es alles wieder neu erfinden und ja, wow, uns müsste mal was Tolles einfallen und so. Also ist das eine der größeren Wahrheiten, die in diesem Lügenbuch von Ihnen steht? Na, also unbedingt das Buch einer höheren Wahrheit, wie ja alle Literatur einer höheren Wahrheit dient. Also alle Literatur ist gelogen, deswegen mag Platon die Dichter ja nicht und will sie aus seinem Idealstaat rausschmeißen. Weil bei Platon, genauer gesagt ist es bei Platon so, lügen darf nur der Staat, ja, aber auf eigene Rechnung lügen, das stellt die staatliche Ordnung in Frage, deswegen werden Dichter bei ihm sofort ausgebürgert. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass Literatur immer einer höheren Wahrheit dient. Was genau die höhere Wahrheit hinter diesem Roman ist, wiederum, muss ich Ihnen sagen, das kann ich nicht beurteilen, das kann ich nicht beantworten. Wenn ich das beantworten könnte, hätte ich nicht das Buch geschrieben, sondern diese höhere Wahrheit irgendwie verbreitet. Ja? Also ich weiß es nicht, ich hoffe, es ist unterhaltsam. Also es gibt ja nichts, wir haben ja keinen höheren Zweck für Literatur als Unterhaltung. Alles andere ist ja Blödsinn, nicht? Also warum guckt man sich Macbeth an im Theater, weil man unterhalten werden möchte? Es hat keinen höheren Zweck, aber das ist ein sehr hoher Zweck. Und welche Höhe? Ich meine, offenbar hat mein Buch irgendwas mit Utopien zu tun. Offenbar habe ich zu Utopien ein zwiespältiges Verhältnis.
Offenbar handelt das Ganze dann irgendwie auch vom Tod. Offenbar handelt das Ganze irgendwie von der Liebe. Aber mehr kann ich Ihnen als der Typ, der sich das Ganze ausgedacht hat, nicht sagen. Ist ein anderer, also das zu interpretieren, ist einfach ein anderer Job. Ist nicht meine Gehaltsgruppe. Aber wo Sie gerade Shakespeare gesagt haben, also auch da lernen wir in Ihrem Buch dazu. Also auch da lernen wir, auch da wird wieder an irgendeiner Stelle sicherlich gelogen, aber es gibt doch viel mehr Wahrheit, als man so gemeinhin als nur landläufig gebildeter Mensch tatsächlich weiß. Jetzt interessiert mich aber noch für die Zukunft, Herr Stein, weil Sie diese Sachen ja alle zusammentragen, weil Sie da wieder ein bisschen was haben und da ist eine Kleinigkeit und da ist was Interessantes und da ist ein schönes Detail, wo man sich denkt, ja, Google mal. Was beschäftigt Sie denn im Moment? Also wenn Sie nicht die Zeitung lesen, wenn Sie nicht eigene Artikel schreiben, was interessiert Sie, was wieder in so ein Gestrüpp führt, wo wir anderen bisher noch nicht wirklich reingeguckt haben? Sie wollen wissen, was mein nächstes Buch wird? Das weiß ich noch nicht. Mich interessiert erstmal nur, wie Sie wie so ein Mähdrescher, also wie kommen Sie, wie gehen Sie jetzt weiter vor? Sammeln Sie das, wenn Sie jetzt, was weiß ich, wieder von irgendeinem merkwürdigen Vogel lesen, der was ganz Eigentümliches gemacht hat? Nein. Ich meine, zu diesem Buch kam es ja auf eine ganz seltsame Art, die ich auch am Anfang erzähle, weil das vielleicht interessant ist. Also vor vielen, vielen Jahren, übrigens auch lange vor Relotius, fand ich im Internet, und ich weiß nicht mehr wo, eine wahre Geschichte, wo eine Frau erzählte, dass sie sich verführen ließ von einem Mann, der behauptete, für ein gewisses Hamburger Nachrichtenmagazin zu arbeiten und ihr die tollsten Geschichten erzählte aus Afghanistan und wo er alles gewesen war als Reporter. Und nachdem er sie ins Bett gekriegt hatte, stellte sie fest, der arbeitete zwar für dieses Hamburger Nachrichtenmagazin, aber irgendwie in der Anzeigenabteilung. Also er hatte einen völlig subalternen Job dort und hat ihr diesen ganzen Mist vorgelogen, weil er mit ihr ins Bett wollte. Und ich dachte, fantastisch! Das ist so eine tolle Geschichte, wenn man Heinrich von Kleist wäre. Ja, so. Ich hab natürlich ein Notizbuch, wo ich Sachen aufschreibe. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Und dann habe ich es vergessen. Und dann kamen verschiedene andere Geschichten. Und ich habe dann eben meinen Roman geschrieben, Der Komet. Was wäre gewesen, wenn Franz Ferdinand nicht in Sarajevo erschossen worden wäre? Und dann habe ich geschrieben, Nach uns die Pinguine. Was wäre, wenn nach dem Dritten Weltkrieg als einziges die Falklandinseln übrig bleiben, wo ich mal war und wo es mir sehr gut gefallen hat? So. Dann kommt Trump. Und ich verzweifle etwas an meinem amerikanischen Patriotismus und ich dachte so, jetzt schreibe ich einen historischen Roman. Ich schreibe einen historischen Roman über die Deutschen in Amerika, was sehr, genauer gesagt in New York, das ist eine total interessante Geschichte. Ich will jetzt das gar nicht erzählen. Das Interessante daran, was mich betrifft, ist nur, dass es mir grandios misslang. Also ich habe 4 Kapitel geschrieben und meine Lektorin sagte, und sie hatte vollkommen recht. Es war Mist. Und ich habe das weggeschmissen. Und mir war vollkommen klar, dass ich nie wieder im Leben einen Roman schreibe. Ich dachte, Journalismus ist ja wirklich nichts Ehrenrühriges. Ich bleibe jetzt Journalist und lasse das mit dem Romane schreiben. Und dann fiel mir natürlich genau in diesem Moment diese alte Geschichte wieder ein von der Frau, die sich von dem Mann verführen lässt, der vorgibt, ein Reporter zu sein. Und dann dachte ich, was für Geschichten erzählt er dir? Was für Geschichten erzählt so ein Typ einer jungen Frau, die er ins Bett locken will? Und dann explodierte das. Es war ein Tag. Ich schrieb in meinem Notizbuch diese 12 Reisen. Mir war auch schon vollkommen klar übrigens, wo die 12. Reise hingeht. Das wollen wir nicht verraten. Und dann wurde mir auch irgendwie klar, dass das während einer Seuche spielt. Und dann schrieb sich das Buch eigentlich von selber. Und das ist mir so noch nie passiert. Also ich bin ein Handwerker. Ich bin kein Genie. Ich bin ein Handwerker. Aber in diesem Buch passierte es wirklich so, als müsste ich mich nur hinsetzen
und die Geschichte, die es eigentlich schon gibt, aufschreiben. Wie der Hegel gesagt hat, Sekretär des Weltgeistes. Vielleicht ich mehr Sekretär des Weltungeistes, ich weiß es nicht. Aber es war wirklich so, ich hab die Leute gesehen irgendwann, ich wusste, wie die reden. Dann war es auch ein ungeheurer Spaß, dieses Buch zu schreiben übrigens. Und das ist auch bei mir nicht immer so. Schreiben ist manchmal Kernerarbeit, Steine in Schubkarren laden und von A nach B transportieren. Aber hier nicht. Hier bin ich wirklich geflogen. Und dann war das fertig. Und dann habe ich es erstmal liegen lassen. Und dann habe ich es nach ein paar Monaten nochmal angeguckt und bin nochmal drüber gegangen. Und dann dachte ich so, jetzt ist es gut, ich schicke es ab. Und 3 Monate später hörte ich das erste Mal, oder 2 Monate später, ich weiß es nicht, hörte ich das erste Mal das Wort Coronavirus. Jetzt, Herr Stein, ist uns was ganz Tolles gelungen. Wir haben nämlich ganz am Ende des Gesprächs die Frage besprochen, die üblicherweise ganz am Anfang steht, nämlich wie kam es zu dem Roman? Wir haben vorher den Roman vorgestellt und Sie haben jetzt zum Schluss gesagt, wie das war, mit diesem Roman zu fliegen. Der Spaß, den Ihnen das gemacht hat, den merkt man dem Buch ganz deutlich an. Es ist allerdings auch ein großes Vergnügen, sich mit Ihnen so zu unterhalten. Vielen Dank, Herr Stein, für Ihre Zeit. Dankeschön und ganz viel Glück für das Buch Der Weltreporter. Danke Ihnen. Ja.